Willkommen zurück, Freunde, bei Assassin's Creed Liberation. Wir spielen hier Evelyn und wir haben gerade ein kleines Problem. Und zwar wollen die Bruderschaft sabotieren und das können wir nicht zulassen. Warum? Ihr wolltet das Wohlergehen unserer Kolonie einer Templerverschwörung opfern, Gouverneur. Ich sollte euch fragen, warum. Der Orden ist die Zukunft. Die Templer erhalten die Kolonie. Français. Die Templer lassen die Kolonie den Templern. Wozu braucht ihr für der Arbeiter? Verratet den Plan und tilgt eure Schuld. Ich weiß nichts über den Plan. Er verlangte nach Sklaven und Vagabunden. Die Aufsässigen und Rebellischen vor allem. Denen man einreden kann, in der neuen Kolonie seien sie keine Sklaven mehr? Ruht in Frieden, Gouverneur. Oh Mann. Le gouverneur est mort! Aux armes! Aux armes! Oh oh. Ja, das kann jetzt sehr lustig werden. Aus der Tunnel kommen und anonym werden. Wieso? Ich würde mich lieber hier noch ein bisschen schlagen, aber egal. Ist doch in der Zone. Weiter. So. Ah, den Gouverneur mit einer... Och, kommt Leute. Mann, ey. Egal, der Gouverneur ist weg. So. Hier vorne ist ein Steckbrief. Und ich würde mal sagen, den nehmen wir auch einfach mal ab. Wo ist er denn? Was will der denn von uns? Da hinten ist eine Truhe. Also wirklich. Kann ich mal einen Geist plündern? Weil wir im Kampfmodus sind oder was? So, jetzt aber. Aber ich wollte schon sagen, ich muss so. So. Ich glaube, wir halten uns lieber mal über den Dächern auf, oder besser gesagt auf den Dächern. Da laufen nicht ganz so viele Wachen rum. Ist sie dämlich. Wenn man ich das einfach so sagen kann. Hoppa. Das war jetzt doch tiefer, als ich gedacht hatte. Okay, laufen auch Wachen rum. Tschüss. Springen kann sie. Also. Hoppa. Hopp. So. Die plündern wir auch ganz schnell. Nochmal 1500 dazu gekriegt, sehr schön. Das ist der Aussichtspunkt, wenn wir schon mal hier sind. Okay, warte mal, ich guck mal auf die Karte, ich glaube, sowas ist die gar nicht. Karte? Naja, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch zukommt. Wir sind hier in New Orleans im Jahre 1756.
sollen die denn jetzt? Dann wir gehen erstmal hoch. So. Ah, da unten, da können wir neue Waffen kaufen. So. Zack, 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 zack. Noch ein Kreuz. Hallo? Ach, den hatten wir schon, oder wie? Oder bin ich hier falsch? Ich bin falsch. Na gut. Ja, zu weit nach oben geklettert. Jungs. Okay. Weiter geht's. Ich wollte doch auf den Dächern bleiben, aus Sicherheitsgründen. Ja, lohnt sich ja jetzt gar nicht mehr. Fast nicht mehr. Hoppala. Hopp. So. Das wäre fast schief gegangen. Noch eine Truhe für uns. Mann, das läuft ja. Ich kann es kaum glauben. So viel Reichtümer. Wir müssen erstmal hier raus. Zack. Na gut. Oh. Uncool. So. Wähle dein Ziel mit AD. Nehmen wir einfach der Mitte. So. Markieren. Moment. So. Und mit Leertaste führst du deine... Ach so. Tja, und einfach so niederstechen ist heute nicht. Handlung abgeschlossen. 10 Uplay-Punkte, toll. Animus-Erinnerungsnotiz. 2 Jahre sind vergangen, seit Aveline den Gouverneur de Abadi aus dem Weg geräumt hat. In der Zeit stieß sie auf keine Spur von de Ferre. Doch seine Machenschaften sind weiterhin eine Bedrohung für die Bevölkerung von New Orleans. Wo sind wir denn jetzt? 1765 Bjorn von Louisiana, der... Bjorn erhält so viele Geheimnisse wie Gefahren. Ein Sumpfgebiet. Meine Schülerin, das Wespennest wächst. Ich ziehe mich zurück zum Beobachten und Planen. Ich brauche deine Mithilfe. Nutze deine Fähigkeiten, um mir zu folgen. Mögen die Loa dich herführen. Wie cool ist das denn? Ein unbekannter Anführer... Wartet. Moment. Karte bitte. Aha, hier gibt es. Also 1, 2, 3, 4 Aussichtspunkte und 3 Truhen. Aber ich denke mal, wir werden erstmal hier schauen. V nicht. Warte, hier, V, zum Untersuchen, V drücken. Ja, halt die Klappe. So. Huch! Wie geil ist das denn? Cool. So, und jetzt sollen wir also hier weiter. Ich hoffe, wir schaffen das Ganze, ohne im Sumpf zu landen. Okay, ich wollte gerade sagen, du musst doch auch so da rumkommen. Hier rüber. Ach, gehen wir halt einfach durch den Sumpf. Hier ist die nächste Maske. Okay.
Das ist ein Tier. Können wir es jagen? Nein, sie ist nicht wie Connor. Das ist ein Aussichtspunkt irgendwo. Okay, warte Sekunde. Ich gehe lieber mal hier oben über den Baum. Ist, glaube ich, geschickter als durch den Sumpf zu wandern. So. Ja, von da, ja, sieht doch gut aus. Hopp. Zack. 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 Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ije. Ah, hier sind erstmal Spuren. Okay. Ja, dachte ich mir doch. Zack. Jeppa. Der Typ sieht aus wie eine Wale. Ein bisschen. Egal. Ich will erst den Aussichtspunkt haben. Bevor wir mit dem reden. Hoppa. Ich sagte hoppa. Ich sagte, es geht nicht. Hier geht's. Noch eine Leiter. Wie nett. Noch eine Leiter. Der hat sich das hier aber schick gemacht. Das ist nur die Frage, kann die auch so an Bäume hochklettern wie Connor oder? Hier rüber. Ich weiß, wenn ich runterstürze, ist vorbei, oder? Ah, hier geht's hoch. Hoppala. Ah, hier hoch. Hier ist eine Leiter im Baum. Ja, ist klar. Sonst haben die aber keine Probleme, oder? Okay. So, dann synchronisieren wir mal. Ach ja, der Sumpf. Und, kann ich jetzt runterspringen? Wo landen wir? Okay. So, dann schauen wir doch mal. Das sieht doch wirklich fast so aus. Oder? Naja, Agathe, nee, doch nicht. Du schreibst von einem Feind? Ja. Tief im Bayou will ein gefährlicher Betrüger Wurzeln schlagen. Er nennt sich selbst François Macondal. Er war mein Mentor. Der Anführer. Der Priester und Bruder, dessen Kampf ich mein Leben widmete. Er fand den Tod durch das Feuer. Ich konnte es nicht verhindern. Wer der Blender ist und mit wem er im Bunde steht, das musst du herausfinden. Doch erst Vorbereitung. Vorbereitung. François Macondal war ein Fachmann für Gifte. Dieses Blasrohr gehörte ihm. Eine feine Waffe. Ein einziger Pfeil, selbst aus großer Distanz, fällt einen Mann. Nutze dies zu deinem Vorteil, falls du dich heimlich annäherst. Aha. Moment, R drücken. Ah, Pistole haben wir auch und Granaten. So, das zum Zielen. Oh. Hä?
Egal, hat geklappt, so. Sollen wir da hoch? Na gut. Wie jetzt? Ich dachte, du kannst jetzt von hier wenigstens da... Nein. Kann sie nicht. Dann gehen wir einfach hier hoch. Ja. Na gut. Patsch. Ha? Hallo? Getroffen. So, die Mission wäre in 2 Minuten, haben wir auch geschafft. Das muss ja knapp gewesen sein. Zack. Sitzt der Kerl jetzt da oben im Baum oder was? Wartet mal, wartet mal. Hoppa und schwupp. Juhu. Wo bist du denn? Nicht runterspringen. Ach. Ja, ganz toll. So war das irgendwie nicht geplant. Nochmal, hopp. So, schwupp. So. Da oben ist er. Hallo? Die hat einen kaputten Fuß. Der falsche Makondal sammelt Anhänger. Sie versuchen, die Schmuggeloperationen im Bayou zu übernehmen. Wer weiß, was sie damit finanzieren wollen. Es gibt eine Schmugglerin, eine Frau namens Elise Lafleur. Sie kennt jedes Loch und jede Windung der Sümpfe. Vielleicht kannst du sie überreden, dir zu helfen. Ich kann sie bestimmt motivieren. Gut. Sobald du Makondal findest, benutze die Pfeile aus der Distanz. Doch bedenke, um die Mission zu beenden, musst du direktere Mittel einsetzen. Jo, schon klar. Zack. Hoppala, es wäre ja beinahe schief gegangen. Juhu. Ja. Genau in den Sumpf rein. Kannst du nicht drauf? Okay, Spaß beiseite. Ach komm, gehen wir durch. Buah, im Sumpf schwimmen. Köstlich. Der Typ kann uns mal gerne haben. Hopp. So, okay. Aber, Freunde, hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich sag bis dann und ciao. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen ihn uns. Oder ihr leidet, bevor ihr sterbt. 3 Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen?
Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um, alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei, aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund.